Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Wir wollen diesen LED-Standfuß, also diesen Ständer, wollen wir zusammen basteln. Achso, das ist kein Kleber, das ist nur so Plastifolie drumherum. Sind nur zwei Rohre. Ich hätte gedacht, es sind drei. Nee, doch, es sind drei. Muss mal gucken. Das ist der Standfuß, das ist unten. Und die müssen wir jetzt hier ineinander stecken. So, einmal. Zweimal. Oh, hier geht schon beim Zusammenstecken so ein bisschen Gummi ab von der Beschichtung. Aber ich glaube nur, was übergestanden hat. Also das wäre es ja jetzt, wenn du beim Zusammenbauen schon dann hier irgendwo einen Alufleck hast. Oh, ist größer, als ich gedacht habe. Muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Ist ja cool. So, wir machen das auch jetzt wirklich eins zu eins, wie uns die Anleitung das gesagt hat oder zeigt hat. Seht ihr das? Wir gehen jetzt hier wirklich jeden Schritt eins zu eins durch. Wir sollen nämlich als nächstes das. Oh Gott, scheiße, das LED-Band. Ihr könntet rein theoretisch, könnt ihr da auch ein anderes LED-Band reinbasteln. Aber dann funktioniert halt nicht mit der Technik, die ihr mit bei habt, weil die hat so einen Extra-Stecker. Aber dafür ist es verkehrt rum aufgerollt. Der kommt doch nach unten. Naja, müssen wir erstmal abrollen. Oh, der Kleber, der stinkt wie die Hölle, ey. So, ich messe mal aus, ob das auch wirklich passt alles. Ja. Reicht bis runter. So. Dann stecke ich nämlich das schon mal gleich hier durch. So. Leg mir das alles hier so ein bisschen hin. Das ist das, das ist das, ist das. Das brauchen wir. Ich will nämlich noch schnell mit dem Hütele. Gucken, das kommt nämlich hier oben rauf. Okay. Und wenn ich jetzt die LEDs nämlich bis oben hinpacke. Dann ist eine LED ganz oben. Also wir brauchen das eigentlich ja nicht bis ganz oben machen.
Müssen wir gucken, wir machen das einfach so ein Stück weiter drunter. So. So in etwa. Geht gar nicht. Ich kann gar nicht von der Seite. Doch, kann ich. Oh, das ist wieder scheiße gemacht. So, mal gucken. Da ist nämlich so ein bisschen Klebeband oben drüber. So. Aber das kann ich nicht abmachen. Jetzt habe ich das einfach genommen, um oben da so ein bisschen zu fixieren. Dass die halt, die muss ja nicht so hoch. Ich will eine ordentliche Lichtausbeute haben. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich jetzt unten die exakte Länge habe. Ab wo praktisch jetzt der LED-Streifen anfangen muss. So. Wo fangen wir an? Also praktisch. Ach so, dass die LED. Ach gut, das müsste passen. Ach, das ist ein Scheiß. Du hast hier keinen Anfang. Und wenn du oben bei dem Ende anfängst, da geht dir der Kleber mit ab. Also man muss hier rumpulen, um hier halbwegs irgendwie einen Anfang zu kriegen. So, jetzt habe ich aber einen Anfang. So. Jetzt fixiere ich erstmal. Die LED kommt dahin. So. Der Platz reicht auch aus, dass du mit dicken Fingern gut reinkommst, um die LED festzudrücken. Gut durch. Super. Aber der Kleber, der ist. Also wenn sich einer natürlich mit Löten auskennt, der könnte natürlich das Ende da unten praktisch hier den Kasten aufmachen oder so und sich an eine Alexa-Bedienung ranlöten. Oder man muss mal gucken, dass man dann einfach ein normales Band nimmt und gucken, wie dick das ist und das dann irgendwie anders benutzt.
Aber rein theoretisch wäre es auch möglich, über A-Punkt zu steuern. So, das ist fest. Wir machen das wirklich 1:1, wie die das hier sagen. Ach, jetzt sollte das Pflaster rein. Leicht magnetisch. Ach, ich glaube, ich weiß. Das wird, glaube ich, hier nur reingeschoben. Ja. Yep. Das ist ein Akt. Zieht das jetzt einfach so und fummelt da drin. Also so nachschieben geht gar nicht. Man kann es auch rinklicken. Sieht auch okay aus, auch wenn man es so rinzieht. Ja, das soll ja was länger, dass man dran ziehen kann. Aber hier steht nichts von abschneiden. Thank you.
anders machen. Das gefällt mir nicht. Ich mache das locker und klicke das rein. Also mit diesem Ziehen gefällt mir nicht so. Da habe ich eher so das Gefühl, dass das irgendwie nicht so schön wird. Dass irgendwie das Plastik zu sehr gedehnt wird und dadurch das Licht vielleicht ein bisschen doof ist. Also es ist jetzt immer noch was über, aber nicht mehr so viel wie am Anfang. So, als nächstes sollen wir den Deckel oben drauf machen. Ist oben drauf. So, dann denn hier? Telegram, da muss ich mir nachher gleich mal gucken. So, das soll hier rumgelegt werden. Und da ist eine Schraube. Hier ist keine Schraube. Oha. Ach so, okay. Gut. 2, 4 und 2 auf Reserve. Gut. So. Und jetzt soll das nach hinten rausgelegt werden. Ne, nach vorne. Nach vorne kann ich gar nicht rauslegen. Ja, da muss ich doch nochmal abmachen.
Das muss ich anders machen. Das muss ich reinschieben. Bis hier. Okay. So. Muss ich doch oben abschneiden. Unten geht's nicht, weil ich brauche unten das Stück für den Kabel. Ich hatte falsch geguckt. Das ist nämlich nicht auf der Rückseite, sondern nach vorne geht es raus. Was ich gerade ein bisschen sehr kurios finde. Aber naja, okay. Können wir das oben nochmal abmachen. So. Ist halt scheiße, wenn das ganze Ding hier auf Englisch ist. Und du nicht weißt, was die von dir wollen. Gar nicht mal so schwer. Also ist wirklich kinderleicht, aber so Flüchtigkeitsfehler hier drin. So. Das schneide ich jetzt hier einfach weg, was hier zu viel ist. Unterlage. So, halt ein Stück weggeschnitten. Ah, hier ist ja schon Kratzer, eine Delle drinne in dem Ding. Aber wirklich minimal, aber trotzdem. So, jetzt haben wir es aber richtig. Und zwar die Matte wieder richtig machen. Das nach vorne legen, die LED. So. Und dann das Ding draufschrauben. Oh, das ist aber auch schon. Ey, guckt euch das mal an, wie zerkratzt das ist. So kommt das an. Also, das würde ich am liebsten wieder zurückschicken. Auf der anderen Seite genauso. Also, wenn es bei mir zerkratzt, gut und schön, dann bin ich selber schuld. Aber wenn ich es aus der Verpackung hole und schon zerkratzt ist, da habe ich Rabatt.
Werde ich Amazon nachher gleich anschreiben, ich will Rabatt. So. Ach so, ist ja denn nach innen. Stimmt ja. So. Ist nach hinten. Ich mach so. Ist auch fest. So. Jetzt haben wir die Füßchen. Die sollen wir drauf machen. Gummi natürlich nach unten. Und dann mit kleinen Madenmuttern festmachen. Ja, das ist wieder eine Futzelarbeit. Also, was ist da nicht? Also für einen Grobmotoriker. Ist das gar nichts. Da ja, machen wir das erst rein und dann drauf. Also aber nicht zu fest. Sonst kriegen wir das nicht mehr raufgeschraubt. Aha, fuck. Ist doch nicht richtig. Doch, jetzt habe ich es. Gut. Wenn ich schon so abgefuckt bin, mache ich die andere Seite gleich mit. Wie mich dann nochmal aufregen muss. Kabi ruft gerade an. Kabi, Grüße, aber. Ich bin gerade am Video drehen. Ich kann gerade nicht aufnehmen. Annehmen. So, Gummi ist unten. So, und fest ist es. Naja. Naja. Ehrlich gesagt, hätte ich mir da eher gewünscht, ganz ehrlich, dass die Schrauben auf der Unterseite sind, da wo das Gummi ist. Wo es steht, so siehst du die. Also das ist auch eine Logik, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte die nur auf die Unterseite gemacht. Dass man sie nicht sehen muss.
Hingucken tut man so irgendwann schon. Und wenn man genau hinguckt, sieht man die Schrauben. So, jetzt aber. So. Und jetzt haben wir es aber fertig. Endlich. Können wir das alles wegmachen? So. So. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss den Fuß nochmal abschrauben. Ich schraube jetzt nicht die einzelnen Dinger nochmal ab hier. Das ist mir zu blöde. Ach, so, jetzt aber. Ich habe vergessen. Ich habe den Stromkabel nur rausgelegt, aber die haben so eine. Die haben so eine Einkerbung, dass man die da rein, dass man das da reinschiebt, dass der Kabel fest ist und nicht rausgerissen werden kann. Ach, jetzt will ich ja gerade raufsetzen hier. Machen wir einfach mal. So, geht einfacher. So. Jetzt ist auch richtig, wie in der richtigen Richtung, wie es sein soll. Der Stromkabel geht hinten raus. Das ist ja wie so ein L. Ja? Kommt ja so in die Ecke. Und das soll ja die Wand beleuchten. So. Nichtsdestotrotz müssen wir doch testen. Ich hebe mir mal die Schrauben, hebe ich mir mal auf. Über Alexa wäre natürlich schöner gewesen. Aber naja, geht ja nicht anders. So, den Imbo mache ich da mal mit rein, dass ich den passenden Imbo-Blech dazu habe. Da suche ich mir dann nachher noch eine kleinere Tüte und dann kommt das in meinen Werkzeugkasten. Ich hebe sowas immer auf. Auch wenn wir im Schrank zusammenbauen oder so, wenn da Schrauben übrig bleiben oder Schrankgelenke oder was weiß ich. Ich hebe das alles auf. Man kann es immer neu brauchen. Oder auch wenn von kaputten Schubfächern oder Schränken die Griffe. Hebe ich hoch auf. Jetzt zum Beispiel, jetzt kommt der Jute, weil ich habe die aufgehoben. In der Küche muss ich nämlich zwei Griffe austauschen. Wenn die Kinder gegen gedonnert. So, dann probieren wir das mal. Und hier, in welche Richtung kommt denn das jetzt rein? Gute Frage. Ist das, ja, das ist richtig oder ist das richtig? Funktioniert beides aber. So. Das ist natürlich toll. So, die haben das hier abgebildet. Das kommt so rum. Lautsprecher nach oben. Also dann wird das wohl so sein. Ich habe auch oben Pfeile. Unten Pfeile. Aber ich habe hier nichts Vergleichbares. Naja, okay. So. Wir können ja mal gucken. Jetzt geht es von unten nach oben. Und so. Genau das gleiche. Naja, dann lassen wir das so. So. Und raus.
Und jetzt gucken wir mal. Also die hat wirklich bis oben hin schönen Rhythmus. Ich mach mal aus, damit ihr das besser sehen könnt. Hier haben wir, oh, weiß. Das ist schön. Also wir können die Ecke auch weiß machen. Wir können RGB machen. So, das ist die Geschwindigkeit. Also langsam finde ich eigentlich ganz okay. Das ist die langsamste Stufe. Ja. So, was haben wir denn noch? Iset. Macht dann nichts. Es leuchtet da oben. Hä, wieso leuchtet denn das hier drinnen nicht? Ah, okay. Also, ich werde das mal so machen, damit ihr das seht. So, man kann mit iSet zum Beispiel die Mitte rausnehmen und nach oben, das oben raus ist, das ist wieder alles an, aber erst ab der Mitte. Also unten leuchtet immer und dann ab der Mitte geht es ein bisschen höher. Coole Sache. Oh, wartet mal, ich drehe euch wieder um. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, rot. Ja, da haut dort nicht hin. Warte mal. Eiset. Ich habe oben ein Stück, was nicht beleuchtet ist. Was nicht rot ist. Da scheint eine LED kaputt zu sein. Ja, die macht nur nicht rot. Okay. Aber ist halt wirklich nur Rainbow? Alle Farben durchgehend. Jetzt geht es nach oben. Jetzt kommt von oben grün und geht nach unten. Jetzt kommt blau. Ja, da ist oben eine rote LED ist kaputt. Also nicht. Neue kurft und schon eine rote LED kaputt. Weiß geht. Rot. RGB. Ja. Und mit den Farben, die sie in der Mitte treffen, finde ich auch ja nicht mal so schlecht. Ah, jetzt von innen nach außen. Okay, also von innen nach außen und außen nach innen. Wir lassen mal von innen nach außen. Ach, da haben wir hier groß, großflächig.
noch größer. Ach, mit Dunkel dazwischen. Finde ich jetzt nicht so toll. Ja, okay, gut. Schade. Ich hätte es gerne einfarbig. Entschuldigung. Also wenn man es langsam macht, sieht es ganz gut aus. Ich mag halt diese Schnelle nicht. Ich habe jetzt einfach mal Auto gemacht. Also es sieht schon schön aus. La, 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 la. Ist auch nicht schlecht. So, warte mal, was haben wir denn noch hier? Musik 2. Test. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, B, C. 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Was haben wir jetzt noch? Nummer 5 haben wir noch. Ne, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mit Lücke so dazwischen. Also sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, aber warum kann ich nicht einfach nur blau machen? Blau. Alles hier runter regeln. Muss ja eine Möglichkeit geben für blau. Ich will einfach nur blaue Türkise in der Ecke haben. Schade. Schade, schade, schade. Ist okay, also man kann viel machen. Also auch mit der Musik, mit dem Musikding und so, das ist okay. Aber, ach. Mal gucken, was ist denn, wenn ich das hier hinten in der Ecke habe? Dann wird die Ecke da so ein bisschen mehr beleuchtet. Ja, mal gucken. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht die Farben einzeln einschalten kann. In der Musik wird erklärt, aber die einzelnen Sachen werden nicht erklärt hier. 3. RGB, Static Color, 7, RGB, Phantom Display. Also auf einer Seite ist Phantom Display, auf der rechten Seite ist Phantom Display, Flash, Jump, Meter und SCS, C3, C7, C16 sind... RGB Static. IR Z to. Warte mal, 2. IR Z to Activation the System Resetup. First time. Naja, okay. Es ist schön. Vor allen Dingen mit dem Weiß, also dass es nicht pur weiß ist, sondern wirklich so ein bisschen gelblich-weiß. Finde ich sehr schön. Die Animationseffekte sind auch schön. Aber ich habe mir eher mal mehr gehofft, dass ich es in einer Farbe machen kann.
Also da bin ich jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte es gerne in einer Farbe und dann halt in die Ecke. Und wenn ich dann hier alle türkis habe, dann soll alle türkis leuchten. Und dann möchte ich halt nicht, dass das hier bunt leuchtet. Das ist halt so, Naja, okay. Aber ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch Reklamationen, weil das zu sehr zerkratzt ist und eine LED oben geht nicht. Die leuchtet nicht rot, und wenn dann andere Farben durchgehen, bei Blau sieht man es dann noch, bei Grün natürlich nicht, weil Grün eine andere LED ist, aber bei Blau wartet nicht, bei was hat man noch gesehen? Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das halt nicht so schön, dass da eine LED kaputt ist. Neu aufgebaut alles und eine LED ist kaputt. So, nichtsdestotrotz würde ich mich dann verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Wo ist mein Ende? Also da.